Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer recht herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung. Unser Thema ist Digitalisierung und emanzipatorische Bildung und insbesondere werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es hier einen Widerspruch gibt. Mein Name ist Margarita Langtaler. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier durch diese Veranstaltung begleiten darf. Ja, wir haben es alle erlebt. Wir erleben es auch jetzt noch. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor 2 Jahren werden Bildungsprozesse aller Art in den virtuellen Raum verlagert. Nun sind die Schulen zwar auch wieder offen, doch es ist offensichtlich, dass der Einsatz digitaler Medien aus der Bildung nicht mehr wegzudenken ist. Und hier denke ich nicht nur an die Schulen an sich, sondern an alle Formen von formaler, aber auch nonformaler Bildung. Einerseits eröffnet sich dadurch natürlich ein Potenzial, neue Kommunikationsformen, neue Vernetzungen, gerade auf internationaler Ebene. Es gibt aber auch Schattenseiten und hier möchte ich noch nur kurz an das Stichwort ungleicher Zugang zu Bildung erinnern. Kurz und gut, diese Frage wird recht kontrovers diskutiert und ich freue mich daher auf eine sehr spannende und hoffentlich auch kontroverse Veranstaltung heute Abend. Bevor wir mit der Diskussion starten, möchte ich noch meine beiden Kollegen vorstellen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass auch alles glatt läuft. Das sind Gerald Faschingeder und David Untersmeier vom Paulo Freire Zentrum. Und ich möchte Ihnen auch kurz, hallo Gerald, zu Beginn noch einige technische Hinweise geben. Die Veranstaltung findet in Form eines Webinars statt. Die formalen Regeln sind hier ein bisschen anders als bei einem Zoom-Meeting. Die Teilnehmer sind stumm geschaltet und ohne Kamerabild und können dies auch nicht selbst einschalten. Wir würden Sie daher bitten, für Ihre inhaltlichen Fragen und Diskussionsbeiträge die Frage- und Antwortfunktion zu benutzen. Sie finden diese in Ihrem Zoom-Fenster in der Mitte. Wenn Sie technische Fragen haben, dann schreiben Sie bitte in den Chat, aber bitte nur für technische Fragen. Meine Kollegen werden Ihnen dann weiterhelfen. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und das Video wird im Anschluss über die Website des Paulo Freire Zentrums und auch auf YouTube zur Verfügung stehen. Und nun möchte ich aber das Wort weitergeben an Gerald Faschingeder, der die Veranstaltung im Namen der C3-Organisationen eröffnen wird. Bitte, Gerald. Ja, herzlichen Dank, Margarita. Ich freue mich sehr über diesen Abend, dass es uns gelingt, diese Veranstaltung zu machen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der C3-Organisationen. Das C3 ist das Zentrum an der Nummer 3 in der Sensengasse für internationale Entwicklung und die Organisationen, die hier gemeinsam arbeiten und reflektieren, dokumentieren, recherchieren zu Themen internationale Entwicklung, sind die ÖFSE, die Österreichische Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, Baobab, die Frauensolidarität, der Mattersburger Kreis und das Paulo-Freire-Zentrum, wo ich selbst tätig bin. Wir fünf haben uns einen gemeinsamen Standort geschaffen, um dieses Thema, das an der Peripherie liegt, gewissermaßen ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Und uns ist ein Anliegen, mit gemeinsamen Veranstaltungen kritische Diskurse zu unterstützen, so dieser Thematik, unter anderem zu Bildung, aber auch zu Digitalisierung. Und deshalb der heutige Abend. Wir sind es gewohnt, über Digitalisierung viel zu sprechen, auch kritisch, aber normalerweise im Hinblick darauf, dass Schulen oder vor allem Kinder, Schülerinnen aus materiell benachteiligten Familien zu wenig Zugang haben zum Internet zum Beispiel, um digitale Lehrformate mitverfolgen zu können oder der globale Süden abgehängt wird in der Digitalisierung. Und es gibt aber eine andere Dimension der Digitalisierung, die wir heute mehr in den Vordergrund rücken wollen, nämlich die Frage, wo bleibt der Mensch zwischen der Maschine, den Maschinen, den Interfaces, den Bildschirmen, den Kameras etc. Wie schaut es aus um die Humanisierung, das Humanisierungspotenzial oder die Enthumanisierungsgefahr oder Sorgen, die mit der Digitalisierung daherkommen? Das ist das, was uns ein Anliegen war, dem auch einen Raum zu geben, von der Perspektive das mal anzuschauen. Dafür stehen die C3-Organisationen gemeinsam auch ein bisschen was Querdenkerisches vielleicht hineinzubringen und uns gemeinsam ins Reflektieren zu bringen. Leider können wir uns nicht treffen an einer Örtlichkeit mit anschließendem Plausch, aber ich hoffe doch, dass es spannend ist und anregend und wir in der einen oder anderen Weise ins Gespräch kommen heute. Ja, damit herzlichen Dank vor allem auch an die
unsere Gäste, die dann am Podium präsent sein werden. Und danke an Margarita Langtaler für die Moderation, an die ich jetzt zurückgebe. Danke, Gerald, für die einleitenden Worte. Bevor wir nun mit der Diskussion beginnen, laden wir Sie zu einer kurzen Umfrage ein, sozusagen ein inhaltlicher Einstieg, bei dem es uns darum geht, Ihr Wissen und auch Ihre Erfahrungen und auch Ihre Meinungen zum Thema gleich zu Beginn hereinzuholen und vielleicht auch gleich von vornherein in die Diskussion einfließen zu lassen. Wir haben hier eine kleine Zoom-Umfrage gestaltet und wir würden Sie bitten, den Satz anzuklicken. Also es gibt hier so quasi einige Aussagen über die erwarteten Wirkungen und Auswirkungen von digitalisierter Bildung. Und wir würden Sie bitten, jenen Satz anzuklicken, mit dem Sie am meisten konform gehen. Ich kann vielleicht die Fragen noch kurz vorlesen. Kann digitale Bildung emanzipatorisch sein? Welche Auswirkungen halten Sie für wahrscheinlich? Digitale Bildung erweitert den Zugang zur Bildung für Benachteiligte, vergrößert Bildungsungleichheiten, ermöglicht neue Formen der Kommunikation und Vernetzung und Zusammenarbeit, birgt die Gefahr von standardisierten Lernprozessen oder liefert Bildung noch mehr der Verwertungslogik aus. Ja, jetzt ist die Umfrage geöffnet und es wird auch schon ganz fleißig gewotet. Ich sehe, hier verändern sich auch die Meinungen etwas. Ich hoffe, Sie können jetzt alle die Umfrage sehen. Wir sehen, dass die Potenziale hier also überwiegen. Das heißt also, die Personen, die der Ansicht sind, dass digitale Bildung große Potenziale birgt, nämlich dass digitale Bildung neue Formen der Kommunikation, Vernetzung und Zusammenarbeit ermöglicht. Hier haben 43% von Ihnen ihre Stimme abgegeben und dann folgt so quasi ein bisschen das Risiko von standardisierten Lehrprozessen. Das ist dann die Nummer 2 und ein bisschen, ja, und auf gleicher Ebene ist so quasi hier auch der positive Ansatz, dass digitale Bildung den Zugang zur Bildung für Benachteiligte erweitert, ermöglicht oder verbessert, aber gleichzeitig auch die Sorge, dass es hier Bildungsungleichheiten noch verstärkt werden könnten. Ja, und nur wenige sind der Ansicht, dass Bildung durch Digitalisierung noch mehr der Verwertungslogik ausgeliefert wird. Ja, ich danke recht herzlich für Ihre Beteiligung an der Umfrage und Gerald, könntest du das wieder schließen? Und ich möchte Ihnen jetzt steigen wir in die Diskussion ein und ich möchte Ihnen nun unsere Diskutantinnen vorstellen. Rocío Rueda Ortiz ist Bildungswissenschaftlerin an der Universidad Pedagógica Nacional in Bogotá, Kolumbien. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit digitalen Medien in der Pädagogik und der Aneignung digitaler Kommunikationsformen durch soziale Bewegungen. Seit 2018 ist sie zudem Bildungsreferentin im Entwicklungspolitischen Informationszentrum, kurz EPIS, in Reutlingen, Deutschland. Unsere zweite Diskutantin ist Dunja Khalil. Sie ist langjährige Rechtsberaterin im Bereich Antirassismus sowie Hass im Netz und hält als ausgebildete Trainerin Workshops zu unterschiedlichsten Themen rund um Antidiskriminierung. Darüber hinaus bietet sie mit ihrer Know Your Rights-Reihe Weiterbildungsarbeit auf Social Media, insbesondere auf Instagram, an. Ja, und unser dritter Diskutant ist Raphael Perret. Er ist Medienkünstler in Zürich in der Schweiz. In seinen Arbeiten stellt er die Politisierung von technologischer Entwicklung durch künstlerische Intervention in den Mittelpunkt. Er schaut hinter die Kulissen der globalen Zusammenhänge der Digitalisierung und zeigt die Löcher und die Diskrepanzen, die Zentren und die Peripherien auf. Ja, ich würde nun alle unsere Diskutantinnen und Diskutanten bitten, ihre Kamera einzuschalten und auch ihr Mikrofon. Kommen Sie sozusagen zu mir hier auf die virtuelle Bühne. Ja, herzlichen Dank. Rocío, ich darf die erste Frage an dich stellen. Die Leitfrage unserer Veranstaltung heute Abend ist, ob es einen Widerspruch zwischen Digitalisierung und emanzipatorischer Bildung gibt. Du bist Bildungswissenschaftlerin und auch Bildungspraktikerin, wenn man so sagen kann. Und du beschäftigst dich in deiner Forschung genau mit dieser Frage. Und zwar insbesondere im Kontext sozialer Bewegungen.
Was sind deine wichtigsten Forschungsergebnisse? Was sind deine Erkenntnisse in Bezug auf diese Frage, ob Digitalisierung emanzipatorisch sein kann? Bitte. Also zunächst vielen, vielen Dank für die Einladung zu dieser Podiumdiskussion. Ich freue mich, bekannte Gesichter wiederzusehen und ich freue mich auf den Austausch auf jeden Fall. Also ich glaube, dass digitale Bildung emanzipatorisch sein könnte, aber sie ist es im Moment nicht. Aus der Perspektive der globalen Süden sehe ich die Notwendigkeit, das moderne emanzipatorische Ziel der Bildung als ein unvollendetes und paradoxes Projekt kritisch zu reflektieren. Dieses Projekt steht heute im Kontext der Digitalisierung von alten Herausforderungen und neuen Paradoxien. Ich will zwei Punkte nennen. Erstens, die alphabetische Kultur und ihre Versprechen von Emanzipation und Demokratisierung durch Bildung hat sich nicht gefestigt. Es gibt immer noch Bevölkerungsgruppen, in Lateinamerika vor allem Indigene und Afroamerikaner, die verschiedene Hindernisse haben, um im Bildungssystem zu bleiben. Jetzt sehen wir das Bild 1, El Biblio Burro, die Esel Bibliothek, Gerald. Danke sehr. Perfekt. Ein Lehrer, Luis Soriano, in der karibischen Region Kolumbiens, bringt Bücher zu Kindern, die auf dem Land leben und Schwierigkeiten haben, eine Schulästhetik zu besuchen. Die Esel heißen Alpha und Beta, Alpha und Beta. Dennoch sind die Hindernisse nicht nur mit geografischen Bedingungen und Entfernungen verbunden, sondern mit einer Missachtung des Wissens und Kultur dieser Bevölkerungsgruppe. Um das zu verstehen, braucht man eine koloniale Perspektive, die die koloniale Prägung der Moderne und ihre Pädagogik sichtbar macht. Das Projekt der Moderne wurde von Norden in den Süden getragen und es war unter der Vorstellung einer europäischen kulturellen Überlegenheit, die auch von den Privilegierten in den Ländern des Südens, Kreolen und Mestizen, reproduziert und unterstützt wurde. Die Indigenen, Afroamerikaner und Bauern waren und sind immer noch von Missachtung, Ausgrenzung und Ungerechtigkeit betroffen. Diese Situation wird sich durch die Digitalisierung nicht ändern wie in einem Zauberakt, obwohl das ein Versprechen des Staates und den Software- und Hardware-Konzernen ist. Das kann sich sogar verschlechtern, denn in den Regionen, wo diese Bevölkerungsgruppen leben, gibt es Rohstoffe, wie Gold zum Beispiel in Kolumbien, die für die materielle Infrastruktur der Digitalisierung notwendig sind. Im Falle Kolumbien ist das leider mit Zwangsvertreibungen und Gewalt verbunden. Zweitens, aber während in öffentlichen Schulen in Kolumbien zum Beispiel Microsoft Office als Basisinhalt im Lernplan verwendet wird, zeigen uns die indigenen Bewegungen eine mögliche und emanzipatorische Aneigung der Technologien. Ich habe mit der NASA in Indigenen gearbeitet und sie befinden sich Süden des Landes. Sie entwerfen ihre eigenen Lehrpläne, sodass die digitalen Technologien nicht nur für den Zugang zum nationalen Lehrplan in Spanisch sind, sondern auch für Sichtbarmachung ihrer Sprache und Kultur, die NASA Juve, sowie für die Einrichtung von Kooperationsprojekten mit anderen indigenen Gemeinschaften im Land, in Lateinamerika und in der Welt. Zu diesem Zweck haben sich unter anderem das Chivanes geschaffen. Jetzt, Gerald, kannst du das zweite Bild bitte. Ein alter bunter Bus. Um jene Orte zu erreichen, die keinen Internetanschluss haben. Sie sind früher mit Disketten von Ort zu Ort gefahren. Ihre Webseite, das haben wir auch gesehen, enthält Texte in der Sprache NASA, ihre eigene Sprache, Spanisch und ab und zu Französisch und Englisch. Super, danke Gerhard. Die jungen Indigenen veröffentlichen Artikel politischer und kultureller Art über die aktuelle Situation der NASA-Gemeinschaft, aber auch über andere Ereignisse im Land, die mit Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und der Missachtung der Menschenrechte zusammenhängen. Sie drehen Videos über La Minga, die Minga ist die indigene Widerstandsbewegung, die sie dann auf YouTube hochladen. Sie koordinieren Aktionen in Exile über E-Mails, Mobiltelefonen, soziale Netzwerke und aktualisieren ihre Webseite. Sie haben sogar eine Radio online.
Die Einsatz von Technologien und Bildungspraktiken ist dann immer eine Antwort auf politischen und emanzipatorischen Bestrebungen der indigenen Bewegung und nicht eine Entscheidung zum Beispiel von Softwarekonzernen. Es gibt dennoch verschiedene Paradoxien. Sie müssen nicht nur mit externen Machtstrukturen, sondern mit inneren Machtstrukturen kämpfen. Sie haben eine patriarchale Struktur zum Beispiel. Die ältere Generation muss immer noch lernen, mit dem Wissen und Macht des jüngeren indigenen Frauen zu verhandeln. Die jungen Generationen müssen sich ständig mit der Logik und Werte des Konsums auch auseinandersetzen. Sie zeigen eine Gestaltung digitaler Technologien im lokalen Kontext, haben aber kaum Unterstützung von dem Staat, weil aus seiner Sicht sie zu wenig Wert für die digitale Wirtschaft haben. Die Nachhaltigkeit dieser Alternativen ist fragil, weil der Privatsektor einen großen Einfluss auf die nationale Bildungssystem hat und damit Privatisierung und Kommerzialisierungsprozesse werden gefördert. Ich lasse hier meine ersten 5 Minuten. 5 Minuten? Ja, 5,5. Aber wunderbar. Herzlichen Dank, Rocío, für diesen Einblick in die Pros und Cons sozusagen, in die Potenziale, aber auch so quasi die Realitäten, die Paradoxien, wie du das genannt hast, von digitaler Bildung am Beispiel von Kolumbien so quasi, wie du es auch betont hast, der Blick aus dem globalen Süden, der auch zeigt, welche Akteure hier Einfluss haben auf die Lebensrealität und auf eben Bildungsprozesse, eben auch große externe Akteure wie multinationale Konzerne oder der Privatsektor. Ja, herzlichen Dank. Dunja, darf ich die zweite Frage an dich stellen? Darf ich bei dir weiterfragen? Du kommst aus den Rechtswissenschaften, bist aber auch ausgebildete Trainerin. Du arbeitest zu den Fragen Rassismus und Diskriminierung in der Erwachsenenbildung. Deine Bildungsarbeit findet unter anderem im Internet statt. Was sind hier deine Erfahrungen? Also ich nehme an, dass deine Arbeit ja stark darauf abzielt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen deiner Kurse zu stärken, sie über ihre Rechte zu informieren, sie zu ermächtigen, wie man manchmal auch so schön sagt. Welche Rolle spielen hier digitale Medien und Instrumente? Ja, vielen Dank. Und vielen Dank auch von mir für die Einladung heute zu diesem wichtigen Thema. Genauso seit Corona ist es ja verstärkt alles online gegangen von meinen Workshops, die ich eigentlich immer nur analog angeboten habe. Und ich habe auch meine Weiterbildungsarbeit auf Instagram vor allem ausgebreitet und mache dort seit 2 Jahren, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen Weiterbildungsarbeit, Sensibilisierung. Ich versuche einfach auf Themen aufmerksam zu machen, die vielleicht in unseren Bildungseinrichtungen bis heute nicht sehr präsent sind. Und ich habe damals so begonnen, dass ich einfach meine Arbeit auch auf Social Media geteilt habe, um zu sehen, was da für Reaktionen kommen. Habe dann realisiert, dass da einfach sehr viele Wissenslücken sind in Bezug auf bestimmte Themen. Und als ich selber darüber reflektiert habe, ist mir aufgefallen, naja, in der Schule hat man ja zum Beispiel, also ich persönlich und viele andere und die meisten meiner TeilnehmerInnen, nichts über Rassismus und Diskriminierung gelernt. Und so habe ich dann begonnen, eben Social Media für diese Themen zu verwenden und versucht, so gewisse Lücken zu füllen, die unser Bildungssystem sozusagen meiner Ansicht nach hat. Und genau, das ist ziemlich gut angekommen, besonders bei jungen Menschen, denn gerade auf Social Media sind sehr viele junge Menschen aktiv, Social Media ermöglicht, dass man Themen sehr schnell weit verbreitet und dass die auch schnell geteilt werden. Und ich bin auch der Meinung, dass viele Diskurse, die in unserer Gesellschaft gerade stattfinden, aufgrund von Debatten, die auf Social Media stattgefunden haben, passieren. Also wenn man sich Black Lives Matter zum Beispiel anschaut oder auch die LGBTIQ-Community, was da alles schon erreicht wurde, hat Social Media einen großen Beitrag getragen. Also zum einen ist Social Media ein großer Teil meiner Weiterbildungsarbeit, aber wie du auch erwähnt hast, gebe ich auch Workshops durch verschiedene Plattformen, unter anderem Zoom biete ich die an. Und das hat sehr gut funktioniert. Da nehmen sowohl sehr junge Menschen teil, als auch ältere oder erwachsene Menschen. Und es ist ja
wie alles im Leben sehr Gewöhnungssache. Also wenn man zum einen mal weiß, wie das funktioniert mit dem Mikrofon, der Kamera, Fragen stellen, Reaktionen, Hand heben, Hand senken. Also das sind so Sachen, für die man vielleicht eine Einschulung am Anfang braucht. Aber wenn das Wissen mal da ist oder wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kommt man auch schon in die Übung und dann funktioniert es eigentlich relativ gut. Also ich habe gute Erfahrungen damit gemacht und es kann sogar sehr angenehm sein, weil man auch anziehen kann, was man möchte. Oder es gibt sehr viele Vorteile oder man hat dann sehr viele TeilnehmerInnen aus vielen verschiedenen Ländern. Wie auch heute haben wir auch DiskutantInnen aus verschiedenen Ländern zusammen. Und genau, also es hat sehr viele Vorteile und ich habe sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht und ja, viele Menschen auch dadurch erreichen können und meine Arbeit sichtbarer machen können. Also ich bin auch davon überzeugt, dass ich hier in diesem Podium als Diskutantin teilnehmen darf, weil ich auch sehr, sehr viel Social-Media-Arbeit mache und weil ich sehr viel online gearbeitet habe, einfach um meine Arbeit sichtbar zu machen, um zu sehen, um zu zeigen auch, was ich in den letzten Jahren so geleistet habe. Und genau, ich glaube, ich bin schon bei den 5 Minuten. Ah, das sind noch Beispiele. Vielen Dank, Gerald. Genau, das sind einfach 2 Posts, um zu zeigen, wie ich das auf Social Media mache. Und zwar zum einen mache ich eine Know Your Rights-Reihe, wo ich so ein bisschen die rechtliche Lage in Österreich schilder und da ein paar Paragraphen erwähne für Betroffene vor allem, aber auch für Zeugen und Zeuginnen von Rassismus und Diskriminierung, was man so tun kann, wenn einem Rassismus oder Diskriminierung passiert. Also das ist zum einen der rechtliche Part und dann, wie man im ersten Bild sieht, habe ich eine Studie zusammengefasst und einfach die Ergebnisse geteilt, um, ja, um einfach andere sozusagen weiterzubilden und ihnen zu zeigen, wie nun die Lage in Österreich ist, hier mit dem Beispiel in Bezug auf Beschwerden gegen die Polizei. Und manchmal mache ich auch, weiß nicht, Statements zu irgendwelchen Ereignissen oder sensibilisiere für Vorurteile, wie das funktioniert oder Rassismus. Und ja, ich glaube, ich bin schon bei meinen 5 Minuten. Ja, herzlichen Dank auch für diese Beispiele von deiner Arbeit auf Instagram, wenn ich mich nicht irre, war das. Ja, ich darf nun last but not least an Raphael eine Frage stellen. Deine Erfahrungen mit digitalen Medien und emanzipatorischer Bildungsarbeit kommen ja aus einem ganz anderen Bereich. Du bist Künstler und möchtest mit den Mitteln deiner Kunst den politischen Charakter technologischer Entwicklung sichtbar machen. Du hast dazu ein sehr interessantes Projekt gemacht, und zwar zum Thema E-Waste, also Electronic Waste in Indien, wo du auch mit den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, also mit den Waste Pickers sozusagen, sowohl inhaltlich als auch methodisch zur Digitalisierung gearbeitet hast. Kannst du uns von diesem Projekt erzählen und natürlich vor allem, welche Erfahrungen du dabei gemacht hast in Bezug auf digitale und emanzipatorische Bildungsarbeit? Hey, ich versuche es kurz zu halten. Vielen Dank für die Einladung und hallo und schönen Abend. Ja, eben ich habe, wie du erwähnt hast, die letzten 10 Jahre Arbeiten zum Thema informelles E-Waste Recycling in Delhi gemacht. Und auf den Teil, auf den wir jetzt einschwenken wollen, das ist eine Smartphone-App für informelle Arbeiterinnen. Und dann stand die erste Idee im 2015 und die konnte ich dann 2018 testen. Und insofern ist es auch, soll ich sagen, so ein Snapshot oder so einen kleinen Einblick. Das, ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung berichten. Ja, vielleicht spielen wir zuerst das Video ein, sorry Gerald, so, um so einen atmosphärischen Einstieg zu geben. Genau, dann werden auch so die Verhältnisse so ein bisschen klarer. Ja, wir hören den Ton, aber das Bild noch nicht. Okay, ja, jetzt. नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट से तो मेरी लड़ाई होती है गवर्नमेंट से क्या हो जाऊंगा इसके साथ आप खड़े होकर डंडा बजाओगे
Ja, das war einfach so eine Tour de Force durch die unterschiedlichen Werkstätten, die es am Rande der Stadt Delhi gibt. Was eigentlich wie so typisch ist, es gibt Arbeiterinnen und es gibt wie Shop-Owner. Und ich hatte eigentlich das Bedürfnis, eben etwas mit und für diese Arbeiterinnen zu tun. Und hatte eigentlich zuallererst so die Idee, sowas wie ein ein kommunistisches Pamphlet zu machen, im Sinne von, hey, auch so ein bisschen Know Your Rights oder also diese, es geht vor allem um Arbeitsschutz im Sinne von, hey, wenn du diese Arbeit machst, bitte befolge doch diese und diese Punkte. Und es war eigentlich ziemlich schnell klar, dass erstens das Papier nicht akzeptiert würde, weil zu der gleichen Zeit eben meine Zielgruppe auch selbst Smartphones bekommen hat oder sich zugelegt hat. Und gleichzeitig eben diese Shop-Owner eben gar nicht diesen Kontakt zugelassen hätten. Und insofern ist eigentlich diese direkte Verbindung zu den jeweiligen Arbeiterinnen so ein Tunnel unter diesem Power-System. Und vielleicht wäre jetzt Zeit, um kurz die Slides einzublenden. Genau, so, ja. Also hier sehen wir einen Screen der App und vielleicht noch eins weiter. Ja, genau. Also so präsentieren sich die Straßen in gewissen Quartieren von Delhi und werden jegliche Teile, wie wir eben gesehen haben, von Computern, sei das von Smartphones oder sonst irgendwelchen technischen Geräten auseinandergenommen, zerteilt und in den jeweiligen Betrieben dann eben auch wieder geschreddert oder eingeschmolzen, um dann wieder in den Produktionszyklus überzugehen. Und es geschieht einerseits mit ganz viel Unwissen eben der Arbeiterinnenschaft, andererseits sind die Materialien sehr giftig und die Prozesse sind auch sehr giftig. Also da wird mit Cyanid und Säuren und so weiter gearbeitet, also ziemlich übel. Und das Problem ist eigentlich halt, dass eben diese Ausnutzung, die geschieht eben mit dem Unwissen der Arbeiterinnen. Und ich wollte dem eigentlich etwas entgegensetzen. Ich würde, also mein Proposal ist eigentlich von Do-it-yourself zu Undo-it-yourself zu kommen, weil es mindestens in der so Elektronikszene, wo ich herkomme, ganz viele Anleitungen gibt, wie wir Dinge zusammenbauen sollen, aber nicht, wie das Zeug wieder auseinandergeht. So. Und eigentlich bräuchte es genau den gleichen Support, wie wir als VerbraucherInnen von elektronischen Gütern bekommen, eben auch für die Leute, die das wieder auseinandernehmen. Und so versuche ich eigentlich so eine Balance herzustellen, eine Symmetrie der Support-Systeme. Das nächste Slide, bitte. Genau, und mein Vorschlag war dann eben diese App, die einerseits, das sehen wir am linken Ende, Comics beinhaltet, die einfach so Wissen vermittelt, das die Leute eigentlich eben haben müssten. Und dann in der Mitte gibt es die Möglichkeit, eben Fragen zu stellen, an Moderatorinnen, Expertinnen, die dann öffentlich, wenn das beantwortet wurde, in der Community zur Verfügung gestellt wird, diese Antworten. Und die Idee ist eben, dass mit der Zeit ein Commoning entsteht, also ähnlich wie Wikipedia, ein Wissenskorpus, der relevant ist für die jeweilige Community eben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch einen Slide haben oder ob das schon das Ende ist. Ah, genau, hier einfach noch so einen Eindruck in diese Comics, da wurde ganz viel, also da habe ich mit lokalen Künstlerinnen zusammengearbeitet, damit sich die Leute eben wirklich auch angesprochen fühlen und eben wirklich auch ihre Lebenswelt widerspiegelt, in der sie drin sind. Genau. Habe ich noch eine Minute? Ja, gerne. Okay, gut. Und vielleicht noch so zum Fazit, oder ist noch ein Slide? Nee, nicht zum Fazit, ja. Überraschenderweise hat es
sehr gut funktioniert, im Sinne, dass die Comics wirklich als so akzeptiert wurden oder eben auch glaubhaft, als glaubhaft angesehen wurden. Gleichzeitig hat es auch funktioniert, dass mit den Fragen stellen und in einen Dialog treten und Antworten bekommen. In dem Sinne, dass für die Zielgruppe, die eben unterschiedlich alphabetisiert sind, also die einen einfach nur so ein bisschen, weil sie sehr wahrscheinlich so bis in die fünfte Klasse in die Schule konnten und dann nachher arbeiten mussten. Und andere haben vielleicht so ein bisschen mehr Schulbildung erfahren dürfen. Und dass die App eigentlich eben explizit so gebaut wurde, dass jeder Inhalt mit Text-to-Speech ausgegeben werden kann. Also dass auch Leute, die eben nicht so gut lesen können, das alles mitbekommen. Und dass eben sogar, dass sie sogar wollten, dass mehr Leute teilnehmen, um Fragen zu stellen, dass eben diese Antworten auch mehr werden. Also dass sie eigentlich in diesem Austausch eigentlich alle profitieren können. Und sie wollten das gar nicht für sich behalten, sondern eigentlich, dass möglichst viele Leute da teilnehmen, um gemeinsam etwas zu lernen. Und eben das schönste Kompliment hat einer gesagt, das sei besser als Google, weil sie bekommen eine Antwort und sie wissen, dass die stimmt und das ist in einer Sprache, die sie auch verstehen. So. Genau. Ich gebe gerne weitere Auskünfte, aber ich möchte nicht Zeit überziehen. Ja, herzlichen Dank, Raphael, für diese sehr bildliche und eindrucksvolle Schilderung deiner Erfahrungen mit diesem Projekt in Indien. Mir ist jetzt aufgefallen, als ich euch zugehört habe, dass zumindest Dunja und Raphael eigentlich ausschließlich positive Erfahrungen gemacht haben mit dem Einsatz von digitalen Medien in Bildungsprozessen. Das finde ich also quasi sehr, sehr schön. Ich werde mich hier gleich ein bisschen als Skeptikerin outen und würde mich freuen, wenn ihr mich auch über das vom Gegenteil überzeugen könntet. Ich möchte hier noch ein bisschen so quasi rückfragen. Ja. Rocio hat in ihrem Statement, sie hat das Paradoxien genannt. Zum Beispiel hat sie erzählt, wie eben diese Bildungsformen über digitale Medien sich auch an externen, aber eben auch an inneren Machtstrukturen der Communities, wo sie zum Einsatz kommen, stoßen, beziehungsweise hier erst auch so quasi ein Gewöhnungs-, ein Adaptierungsprozess stattfinden muss. Besonders im Kopf ist mir geblieben eben die Aussage, dass die jungen Menschen sich mit der Logik des Konsums anhand des Einsatzes von Technologien immer wieder auseinandersetzen müssen. Und meine Frage wäre jetzt zunächst an dich, Dunja, ob du so quasi in diesen, ich sage mal, 2 Jahren, nehmen wir die Corona-Zeit her, deiner verstärkten Arbeit im Internet oder mit den digitalen Medien hier auch Nachteile sehen konntest. Gehen wir jetzt also so quasi auch im Sinne des Erkenntnisinteresses unserer Veranstaltung, was macht das Internet mit den Menschen, mit der menschlichen Bildungsfähigkeit auf Ebene der Kommunikation, auf Ebene der Beziehungen? Läuft das genauso ab wie so quasi analog oder gibt es da Unterschiede? Ja, also wenn ich darüber nachdenke, erinnere ich mich immer an den Satz, den mein Papa mal gesagt hat. Und so habe ich ihn mal gefragt, was ist so der Unterschied zwischen vor 30, 40 Jahren, als du noch ein bisschen jünger warst und jetzt? Und er hat gesagt, alles geht viel schneller. Die Menschen gehen schneller, sie reden schneller, sie wollen schnell antworten und es ist keine Geduld da. Und das ist tatsächlich etwas, was ich im Social-Media-Bereich erlebe. Ich versuche auch, wenn ich Social-Media-Weiterbildungsarbeit mache, dass ich die Informationen so kurz und knapp wie möglich mache und sehr kompakt und sehr anschaulich, damit das sozusagen Slides werden, die man sich gut schnell ansehen kann. Es gibt ja auch Studien dazu, dass die Aufmerksamkeit eines Social-Media-Nutzers, einer Social-Media-Nutzerin sehr begrenzt sind und dass man irgendwie nur ein paar Sekunden Zeit hat, um irgendwie die Aufmerksamkeit von Social-Media-Nutzern und Nutzerinnen gewinnen. Das ist schon etwas, was ich merke. Also es ist ja nicht so, also gerade auf Social Media ist es ja so, dass man nicht live agiert mit den Personen, wenn man solche Slides macht, außer man macht ein Live-Video, aber das habe ich persönlich noch nie gemacht.
Und ja, da merkt man schon, man muss schnell sein, man muss die Informationen kurz und knapp halten. Und bei meinen Workshops, es ist eine Umstellung, ich habe es eh schon gesagt, und das habe ich auch immer wieder rückgemeldet bekommen von vor allem Erwachsenen oder älteren Menschen, die an meinen Workshops teilgenommen haben. Im Gegensatz zu den Jungen, die das super praktisch finden und sie müssen einfach nur anklicken, kennen sich irgendwie aus, weil sie ja eh schon sehr viel digitale Geräte nutzen oder digitale Kommunikation. Und ja, und zum anderen ist es schon auch so, dass man in die Diskussionen, in den Workshops auch, man kann zwar in die Tiefe gehen, also das ist ja auch das, was ich hoffe, dass wir hier in der Podiumsdiskussion eine gewisse Tiefe erreichen können und werden. Und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, dass es nicht einen Einfluss darauf hat, wie tief man jetzt wirklich gehen kann in eine Diskussion, aber das Zwischenmenschliche ist halt schon nicht da. Also macht schon noch einen Unterschied, ob ich jetzt Menschen um mich herum habe, ob ich die in die Augen sehen kann und mit denen jetzt mal über Themen, gerade so wichtige Themen wie Rassismus und Diskriminierung, die ja auch erhöhte Sensibilität erfordern und auch Wunden einreißen können, ob es sich um solche Themen handelt. Genau. Und ja, ich glaube, das lasse ich jetzt so mal stehen. Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Beschleunigung, Verkürzung habe ich irgendwie mitgenommen. Also Inhalte müssen verdichtet werden, müssen kompakt gemacht werden und dass eben in diesen Settings das Zwischenmenschliche manchmal doch etwas zu kurz kommt oder zumindest potenziell leichter zu kurz kommt als in analogen Settings. Raphael, an dich möchte ich eine ähnliche Frage stellen. Also die Bedingungen, unter denen du gearbeitet hast, sind ja ganz andere als die von Dunja. Da denkt man sich ja so quasi auf den ersten Blick, dass diese App, die ihr gemacht habt, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, obwohl ich glaube, es waren vor allem Männer, hast du mir mal im Vorgespräch gesagt, auch ganz bestimmten Gründen, die du vielleicht auch noch kurz erzählen kannst, aber jedenfalls, dass die Teilnehmer dadurch eben so quasi sozial nicht isolierter sind, sondern eigentlich eher noch stärker zusammenfinden, indem sie so quasi diese App auch mit ihren Gemeinschaften, mit den Communities teilen. Mhm. Hast du so quasi auf dieser Ebene der menschlichen Beziehungen und der menschlichen Kommunikation auch Nachteile der App oder deiner Arbeit irgendwo gemerkt in deinem Kontext? Ja, okay, ich versuche es mal so ein bisschen einzugrenzen oder mich dem anzunähern. Und das eine ist, dass für mich jetzt eben die App, das ist kein Ersatz für sonstige physische Treffen oder also das Bild am Schluss. Wir haben Workshops gemacht und ich würde sagen, das Ganze hat nur funktioniert, weil wir uns getroffen haben und weil es eine Vertrauensbasis gab. Und dadurch auch klar war, was möchte ich von den Leuten, was möchte ich mit denen erreichen und so weiter. Also, und das wäre eigentlich auch für mich als weiterführendes Ziel, oder? Also das ist immer nur eine Ergänzung, das geht nicht über einen physischen Space, also es geht nicht ohne den physischen Space. Und dann gleichzeitig ist es so, dass natürlich eben die Widersprüche, die sind sowieso da. Und in diesen Widersprüchen sind eben auch die Arbeiterinnen selber mit drin. Also eben in Indien ist die Abdeckung ziemlich groß. Ganz viele Leute haben Smartphones mittlerweile. Die Packages sind ganz günstig. Natürlich ist die Erreichbarkeit nicht immer gleich gut. Aber alle, ich sage jetzt mal, so fast alle machen irgendwelche Erfahrungen damit. Es ist einfach eine Frage, wie fest, dass das Computermedium verstanden wird oder eben weiß ich einfach, wo ich klicken muss, um irgendwie eine WhatsApp-Message schreiben zu können. Und aufgrund dessen eben war jetzt zum Beispiel das App-Interface explizit einfach designt. Und das basiert sich auf Research von Microsoft Research in Bangalore. Die ganz viele Untersuchungen gemacht haben zu Analphabeten, wie nutzen die damals noch Mobiltelefone mit SMS-Diensten und so weiter, jetzt ist es Smartphone. Aber das heißt natürlich nicht eben, dass diese Forschungsergebnisse, also die kommen ja immer zu spät, oder? Also weil die Technik hat sich eigentlich immer schon weiterentwickelt.
Und die Leute, die eben sich jetzt da irgend so ein Smartphone besorgen, die werden irgendeinen Deal haben und wahrscheinlich einen Google-Account und die sind schon mittendrin, oder? Also die können sich gar nicht wehren, um nicht in irgendwelchen Verstrickungen drin zu sein. So. Natürlich gibt es dann ganz bestimmt auch eine Hierarchie, wer jetzt welches tolle Smartphone bekommt, oder? Also ich habe oft gehört, eben, dass sehr wahrscheinlich die Frauen leider eben nicht die guten Smartphones bekommen, sondern der Herr im Haus. Und so weiter. So. Also das heißt noch lange nicht, dass es das nicht gibt. So. Und vielleicht eben noch etwas zu vorhin oder was vorhin gesagt wurde. Ich glaube, zur Geschwindigkeit. Ich habe eigentlich wie versucht, eben nicht schnelle Inhalte zu machen, sondern eigentlich sehr lange explizite. Also eigentlich wie eben so ein Nachschlagewerk oder dass es halt wie eben so dazu, dass es zu brauchbare Information wird, aber da muss man eben auch aufpassen, weil alle reden vom Informationszeitalter, nur ich glaube eben, wir haben genug Informationen, an Informationen fehlt es nicht. Wir müssen schauen, wie wir eben von Information zur Erkenntnis zu Wissen kommen und aus dem Wissen wieder eine Aktion. Wir brauchen eigentlich ein Zeitalter der Action, so. Weil nur mit Informationen wird niemand glücklich, so. Ja, herzlichen Dank. Nicht nur Information, sondern Erkenntnis und Aktion. Das klingt sehr freirianisch. Rocio, darf ich so quasi, um die Runde zu schließen, nochmal zu dir zurückzukommen? Ich sehe, es wurde schon eine Frage gestellt, auch an dich, Rocio. Frau ja, Dani von der Frauensolidarität, ich werde gleich auf diese Frage eingehen. Ich möchte nur Rocio noch kurz eine andere Frage stellen. Ich freue mich aber, wenn inzwischen auch schon Fragen gesammelt werden, Fragen gestellt werden in der F&A-Funktion und wir werden eben die nachher sammeln. Rocio, ich wollte noch mal eine Frage an dich zurückgeben. Du hast eingangs so quasi gesagt, deiner Ansicht nach oder die Ergebnisse deiner Arbeit deuten darauf hin, dass digitale Medien ein recht großes Potenzial haben, emanzipatorisch zu wirken, aber eben die Rahmenbedingungen so sind, dass das meistens nicht der Fall ist, sondern eben meistens bestehende Diskriminierungen noch verstärkt werden. Könntest du vielleicht auch auf Grundlage deiner Arbeit, deiner Erfahrungen kurz ausführen, welche Rahmenbedingungen es deiner Ansicht nach braucht, um dieses Potenzial heben zu können? Oder besser verwirklichen zu können? Ja, danke für die spannende Frage. Also, ich glaube, es ist bei uns sehr ambivalent, weil ich vorher gesagt habe, unser Staat und die Politik für die Information- und Kommunikationstechnologien ist eher in privater Richtung, hat sich entwickelt in privater Richtung. So, die Software- und Hardware-Konzernen entscheiden, welche Programme wir in der Schule verwenden und welche Computer, welche Software, welche Lernstoff wir verwenden müssen. Das ist richtig traurig und ärgerlich, wenn wir tatsächlich wollen, aus dieser Diskriminierung, die bestimmte Be Bevölkerungsgruppen in der Vergangenheit schon erlebt haben, und dann, wenn wir sehen, die Stadt, finde ich, wäre die Institution, die versichern sollte, dass alle Bevölkerungsgruppen Zugang zu den Technologien hätten. Und dass ich finde, die öffentliche Bildung, da müssen wir noch weiter kämpfen. In Lateinamerika ist ein bisschen anders als hier in Europa. Bei uns die Privatisierung der Bildung ist stark hoch. Und das heißt, das Angebot, das die Schüler und Schülerinnen in der Schule von den öffentlichen Institutionen bekommen, meistens kommt von dieser unternehmerisch-privatischen Bildungsvorstellung. Und deswegen habe ich diese andere Seite von der indigenen Bevölkerung gezeigt, weil es unglaublich ist, unsere Schüler und Schülerinnen in der Schule lernen,
wie können Sie PowerPoint, Microsoft, Word, Excel und diese Basic-Anwendungen verwenden, um Hausaufgaben zu machen, während indigene Bevölkerung verwenden und für ihre Menschenrechte zu kämpfen und sie vernetzen mit anderen indigenen Gemeinden im Land und in anderen Regionen in Lateinamerika. So ist total andere Idee und Vorstellung, wohin wir und warum wir die Technologien brauchen oder verwenden. Aber ich meine, zurück zu deiner Frage, zu also diese Rahmenbedingungen und diese Potenzial der Technologien. Wie gesagt, ich bin noch der Meinung, dass wir brauchen eine staatliche Steuerung von der Umsetzung von der Technologien. Aber im Moment in Kolumbien, seit einer Dekade, wir haben so eine Privatisierung für unseren Bildungsbereich und andere Bereiche, das ist ganz schwierig, nur in diesem staatlichen Einsatz zu bleiben. Ich finde, es gibt so viele Alternativen. Es gibt nicht nur von der indigenen Bevölkerung so verschiedene Einsätze. Es gibt auch von anderen Aktivisten, Frauenaktivisten, die auch versuchen, mit Open-Source-Technologien zu arbeiten und andere Alternativen in informelle Bildung anzubieten. Und ich glaube, wir müssen von denen auch lernen. Ich glaube, mit der sozialen Bewegung haben so lange Erfahrung, wie wir als Kollektive funktionieren. Welche sind die Schwierigkeiten für diese kollektive Arbeit, die wir haben. Wir brauchen von denen, um besser zu verstehen, wie können wir uns diese konnektive Kommunikation in eine kollektive Kommunikation zu verwenden. Ich glaube, Konnektivität bedeutet nicht sofort Kollektivität. Und dann müssen wir noch viel arbeiten, glaube ich. Ja, herzlichen Dank. Sehr spannend, zwei ein bisschen gegensätzliche, aber eben doch miteinander zusammenhängende Punkte hast du gemacht. Einerseits eben die Notwendigkeit der staatlichen Steuerung des Zugangs zu den Technologien, also eben auch so quasi erstens, um sicherzustellen, dass alle Zugang haben und zweitens aber auch, um so quasi das Feld nicht vollkommen den großen Akteuren in der Privatwirtschaft zu überlassen und andererseits aber auch so quasi die Beweglichkeit, die Möglichkeiten, die sich eröffnen, sobald eben kleinere Akteure zum Zug kommen. Also so quasi, das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist denke ich, etwas, was wir vielleicht auch noch näher diskutieren können, von sozialen Bewegungen zu lernen, um die Konnektivität in eine Kollektivität zu verwandeln. Also weil das eben kein Automatismus ist. Ja, herzlichen Dank. Damit möchte ich die Diskussion für unser Publikum, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eröffnen. Es ist schon eine Frage gekommen von Dani Baumgartner von der Frauensolidarität. Herzlichen Dank an Dani. Diese Frage ist auch wieder an dich, Rocío. Könnten Sie noch einmal darauf eingehen, wie Indígenas del Norte del Cauca sich die Technologien wie zum Beispiel von Microsoft aneignen? Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Könntest du das vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern? Und in der Zwischenzeit würde ich Sie bitten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Fragen in die F&A-Funktion hineinzustellen. Zunächst vielen Dank für die Bilder und diese Sammlung von Bildern genau von der indigenen Bewegung so, und von dem Tejido Mujer oder was wir sehen hier von Norte del Cauca in Kolumbien. Ich meine, dass die Technologien von Microsoft zum Beispiel, was ich vorher gesagt habe, anstatt nur Texte zu kopieren oder einfach für Hausaufgaben machen. Ich meine, sie aneignen die gleichen Technologien als die Schüler und Schülerinnen in der öffentlichen Bildung oder die staatliche Bildung, aber für kulturelle und politische Ziele. Und auch, weil sie haben ein klares Ziel, und es war, diese Gemeinschaft mit anderen indigenen Bewegungen zu schaffen. Und es war nicht nur in Kolumbien, sondern in ganz Lateinamerika und in der Welt auch. Sie haben Kontakte mit Indigenen in Kanada und auch in Afrika. Es
es ist für mich unglaublich, was sie schaffen. Und ich fühle mich sehr traurig, was ich sehe, dass in den Schulen unsere andere Schüler und Schülerinnen einfach beschäftigen sich, wie kann man einen Text auf Worte schreiben, wie kann man einen Titel in große und kleine. Diese sind die Aufgaben und theoretisch die Digitalisierung sollte uns kreative Fähigkeiten ermöglichen oder analytische Denken ermöglichen. Aber was ich sehe bei den Indigenen ist, dass sie haben zuerst klar, dass ihre Kultur und ihre politische Ziel im Vordergrund sein muss. Und danach kommen die Technologien. Warum kann ich, wie kann ich die Technologien verwenden, um diese politischen und kulturellen Ziele zu erreichen? Und deswegen kommen zum Beispiel diese Technologien von Microsoft, aber sie machen auch so interessante Sachen mit anderen Kollektiven und Aktivisten von Open Source zum Beispiel. Und sie lernen andere Software zu verwenden. Zum Beispiel, ich weiß, dass sie auch haben mit Ubuntu probiert oder sie versuchen sich auch autodidaktisch neue Programme lernen und neue Software und Architekturen zu probieren und ihre Arbeit weiterzumachen. So, ich glaube, das ist der große Unterschied, das für mich ist sehr stark in meinem Land zu sehen. Und klar, ist auch ein Paradox. Sie verwenden weiter Microsoft, sie verwenden Facebook, sie verwenden die sozialen Netzwerke, die wir kritisch so betrachten können wegen unserer Daten und so. Es gibt keine Regulierung von Daten. Aber trotzdem, das hat viel geholfen, um ihre Bewegung sichtbar zu machen, für die Organisation und weiter Schutz von anderen Akteuren und Aktivisten zu schaffen. So, diese sind die Ambivalenzen, finde ich, dass man in diese Bewegungen sieht. Ja, herzlichen Dank, Rocío, für diese Antwort. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Kann ich vielleicht kurz was ergänzen? Bitte gerne. Ja, weil Rocío das angesprochen hat mit, wenn der Staat sozusagen Digitalisierung als Voraussetzung schafft. Ich meine, das hat jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun, aber ich würde gerne auch dazu was sagen, weil ich finde, gerade durch die Corona-Pandemie, wo sich ja sehr viel digitalisiert hat, wo man dann auf einmal den grünen Pass hatte, wo man dann die ganzen QR-Codes zur Registrierung hat, den verschiedensten lokalen und so kleine Digitalisierungsprozesse sozusagen eingeführt wurden, habe ich schon gesehen, wie schwierig das zum Beispiel ist für meine Eltern, da mitzuhalten und da zu verstehen, wie das funktioniert. Und meine Eltern verwenden noch immer den Impfpass, den gelben, auch bei Lokalen. Und ich komme dann mit meinem Handy und der App und dem QR-Code. Und da merkt man auch schon sehr stark eben diesen Unterschied. Und ich finde es auch schwierig, wenn das dann irgendwann Voraussetzung werden sollte für den Zugang zu gewissen Dingen. Also wenn man diese Digitalisierung als Pflicht sozusagen in diese Prozesse einführt und nicht als Ergänzung, so wie ich sie nutze. Also ich verwende ja meine Workshops als Ergänzung. Das ist einfach eine Möglichkeit, die es gibt. Ich könnte meine Workshops auch analog halten und das ist auch relativ unkompliziert. Das kann man sich auch mal anschauen. Und Social Media verwende ich ja nur als, wie ich schon gesagt habe, als Ergänzung, als ich versuche da eine Lücke zu füllen und da weiterführende Informationen oder weiterführende Bildungsarbeit mit Menschen zu teilen, die eben sich viel im Internet aufhalten, um auch jungen Menschen sozusagen nicht nur also so lustigen und spaßigen Content, der ja auch wichtig ist, deshalb treibt man sich ja vor allem in Social Media auf, aber um ihnen auch die Möglichkeit geben, sich da auch weiterzubilden, Denkanstöße und viele kombinieren das ja auch. Also ich habe eine Kollegin, die ist auf TikTok sehr aktiv und auf Instagram und macht sehr viele lustige Videos, in denen sie aber auch sensibilisiert für Themen im selben Zug. Und das kommt auch sehr gut an und das kann zu sehr viel, also kann sehr viel bewirken, kann zu Denkanstößen führen und bewirkt auch, dass wir in unserer Gesellschaft über Themen diskutieren, die man vielleicht auf der Ebene noch nicht hätte, weil sie eben auf Social Media so groß gemacht werden. Und da ist in meinem Kopf immer als allererstes die Black Lives Matter-Debatte, die sehr viel bewegt hat in Bezug auf rassistische Polizeigewalt, auch bei uns in Österreich, weil jetzt die unabhängige Beschwerdestelle entsteht und es werden ja auch Gesetze gebildet. Und das kommt alles auch vom Social-Media-Diskurs und von der Digitalisierung vom Internet.
Herzlichen Dank. Ich merke so quasi, das ist ja interessanterweise auch in unserer Umfrage eingangs so quasi war die Siegeroption, dass das große Potenzial oder der große Vorteil vom Einsatz digitaler Medien in der Bildung eben die Möglichkeit ist, zur Vernetzung, Kommunikation, Zusammenarbeit beizutragen. Das hast du, Rocío, hervorgehoben und jetzt auch du, Dunja. Vielleicht noch gleich eine Frage auch an dich, Dunja. Hast du eben Erfahrungen gemacht, dass sich zum Beispiel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer deiner Workshops dann auch besser vernetzen, weil es eben so quasi im Internet passiert, weil eben die sozialen Medien und digitale Hilfsinstrumente vorhanden sind, besser als wenn es analog gewesen wäre? Und auch das, was so quasi Rocío so interessant hervorstreicht, auch eine gewisse Aneignung der Medien passiert durch die Menschen. Also so quasi sich nicht nur darauf zu beschränken, dass man eben die Anwendung von Microsoft-Programmen lernt, sondern die Technologie für die eigenen politischen oder auch sozialen Zwecke zu verwenden. Kannst du das bestätigen, diese Erfahrung? Was ich schon gemerkt habe in meinen Workshops war, dass wenn sich Menschen vernetzen wollten oder sich dachten, okay, das ist jetzt eine super Gelegenheit, da sind viele tolle, interessante Menschen gerade in den Workshops drinnen, ist das sehr schnell passiert, ist, dass man einfach die E-Mails oder Social Media Nutzernamen dann in den Chat reingeschrieben hat und dann haben die Menschen sich dann irgendwie so gefunden und so haben TeilnehmerInnen schon dann ja, sich sehr schnell vernetzt. Ich weiß nicht, wie das wäre im analogen Workshop. Also da habe ich das ehrlich gesagt nicht so erlebt, dass die Menschen dann gesagt haben, naja, wie tauschen wir uns jetzt aus? Gibt es eine Visitenkarte oder wie können wir, also ich glaube, dieses Online, sich online treffen, macht so ein bisschen mehr Lust, sich weiterhin auch online auszutauschen. Also das habe ich so das Gefühl, weil da viel mehr dieses ja, wie machen wir jetzt weiter oder wie sehen wir uns oder wie können wir uns jetzt nochmal irgendwie digital treffen und im persönlichen Bereich kann das ja vielleicht auch ganz anders wirken auf die Person, wenn jetzt da jemand kommt und sagt, naja, treffen wir uns mal wieder. Das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt jemanden sagt, treffen wir uns oder ob man sagt, na, hast du eine E-Mail-Adresse oder hast du einen Nutzernamen und vielleicht können wir uns auf Social Media vernetzen und ja. Also eine gewisse Niederschwelligkeit, die vielleicht die Vernetzung auch erleichtert. Ja, das ist sehr interessant. Ich habe gesehen, dass Liliana die Hand gehoben hat. Wenn es hier eine Frage gibt, würde ich Sie bitten, Liliana, die in die Frage- und Antwortfunktion hineinzuschreiben. Andernfalls würde ich Gerald oder David bitten, vielleicht kurz Liliana, ja, hier sehe ich, dass Liliana sozusagen auf die Bühne gekommen ist. Wollen Sie kurz vielleicht Ihr Mikrofon einschalten und Ihre Frage oder Ihre Stellungnahme, Ihr Kommentar mit uns teilen? Ja, ich bin Liliana Vogler. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ich hätte gerne die Frau Khalil fragen. Was meint sie, wie können wir erwachsene Frauen erreichen, dass sie über Rassismus sind, Betroffene von Rassismus, vor allem von Alltagsrassismus? Meine Frage wäre, wie könnten wir erwachsene Frauen erreichen, dass sie sich wissen über Rassismus, dass sie sich ein bisschen empowern könnten? Was meint sie? Oder wie können wir dieses Publikum erreichen? Das war meine Frage, sorry. Ja, herzlichen Dank, Frau Vogler. Eine sehr wichtige Frage. Spielt ein bisschen darauf an, was ja auch gekommen ist, vor allem von dir, Dunja, aber auch von anderen, so diese Generationenfrage, nicht? Also so quasi eine neue Form des Divides oder ein bisschen des Ausschlusses. Ja, hast du da eine Antwort oder Ideen dazu? Ja, also man muss sich ja fragen, wo treiben sich sozusagen diese erwachsenen Frauen? Sind sie im Internet oder nicht? Verwenden sie ein Smartphone oder nicht? Und dann muss man sich anschauen, okay, wie kann man sie erreichen? Also wenn sie jetzt nicht auf Social Media oder im Internet viel unterwegs sind, muss man sich überlegen, okay, wie kann man sie analog erreichen? Und da gibt es ja unterschiedlichste Organisationen, die sehr viel Weiterbildungsarbeit machen in den verschiedensten Bereichen.
Ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, weil ich glaube, man muss, wenn man sich wirklich weiterbilden möchte, auch so ein bisschen, man muss von selbst auch ein bisschen auf diese Organisationen stoßen, beziehungsweise sich um diese, ja, sich um diese Weiterbildung sozusagen bemühen oder um diese Erreichbarkeit auch. Vielleicht kannst du die Frage ein bisschen konkretisieren. Ich fand sie sehr allgemein. Darf ich vielleicht fragen, ob hier von Seite von Rocío oder Raphael es Ideen hier gibt, wie man Menschen, die jetzt so quasi von ihrem Sozialverhalten nicht so stark auf Social Media sich tummeln sozusagen, also eben die Frage war ganz spezifisch ältere oder erwachsene Frauen eigentlich, aber ich nehme eben an Frauen in einem Alter, die jetzt so deren Lebensmittelpunkt nicht die sozialen Medien sind, wie man die erreichen könnte. Gibt es hier Ideen von eurer Seite? Herr Letsch, ich habe Sie gesehen und auch Ihre Frage gelesen. Es ist nur gerade so spannend, dass ich hier kurz noch Raphael und Rocío die Möglichkeit geben möchte, vielleicht ihre Ideen mit uns zu teilen. Bitte, Raphael. Ja, ich glaube, aus eigener Erfahrung sind Workshops am zielführendsten, würde ich sagen. Aber dann ist natürlich immer noch die Frage, wie kommt man dann an die Zielgruppe ran, oder so. Aber ich glaube, eben vielleicht durch Unterwandern von schon bestehenden Gruppierungen oder Einladen oder was auch immer, sowas. Ja. Wäre jetzt einfach mal so ein Ansatz. Danke, danke. Ja, Rocío, hast du noch eine Idee? Ja, so ich kenne hier in Tübingen ein Projekt, das heißt, glaube ich, intergenerationale Workshop zu Digitalisierung oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Aber die interessante Idee war, dass Kinder mit älteren Personen zusammen einen Workshop machen, wie man zum Beispiel ein iPad oder das Handy verwenden kann oder welche Antivirus herunterladen kann. Das macht ja die Volkshochschule in Tübingen. Und sie versuchen diese intergenerationale so Austausch, Schüler mit der Opa oder Oma, und machen gemeinsam diese Workshop. Und sie lernen auch Fotos zu machen oder benutzen zum Beispiel von sozialen Medien auch. Und das normalerweise werden die Kinder, die Opa und Oma zeigen, wie was sie verwenden. Und auch dann die Opa und die Omas erzählen, was sie für Ängste haben mit den Medien. So, es gibt diese Projekte und sie haben sogar für Familien mit Migrationshintergrund so angeboten. Aber das ist eine intergenerational Workshop, heißt so. Kann ich noch was ergänzen? Ja, bitte. Weil ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht und im Endeffekt ist es ja das Wichtige, Informationen zu verbreiten. Also Informationen darüber, was es alles an Angeboten gibt. Und also dass sich die verschiedensten Organisationen diesen Themen widmen. Also ich habe ja gesagt, also meine Weiterbildungsarbeit auf Social Media ist ja insbesondere entstanden, weil ich gesehen habe, da ist eine Bildungslücke, da ist ein Thema, wo man jetzt nicht sehr genau hinschaut, in verschiedensten Bildungseinrichtungen oder Organisationen, Unternehmen, was auch immer. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass sich diese Organisationen, diese Bildungseinrichtungen und Unternehmen diesen Themen widmen und annehmen und dann auch Informationen bereitstellen in Form von Flyer, in Form von was auch immer. Dass ja, also dass einfach Flyer in diesen Organisationen rumliegen, dass Werbung dafür gemacht wird, was es alles gibt, dass es zum Beispiel die Organisation Zara gibt, wo sich Betroffene hinwenden können oder dass es eben die und die Empowerment-Gruppen gibt in Österreich, die und die Organisationen, die und die Vereine. Also im Endeffekt ist es einfach wirklich Wissen so gut wie möglich zu verbreiten in den verschiedensten Organisationen und Stellen, wo man dann, weil zum Beispiel, es gibt, ich habe ja in vielen verschiedenen Antirassismusorganisationen gearbeitet und es kamen dann immer wieder Fälle, weiß nicht, dass zum Beispiel, ich sage jetzt,
irgendwas beim AMS sich rassistische Vorfälle ereignet haben. Und es wäre ja zum Beispiel zielführend, wenn man dort Flyer von Organisationen aufhängen würde oder sammeln würde, bereitstellen würde, dass wenn mal etwas passiert, dass man sich da und da hinwenden kann. Dazu braucht man keine Digitalisierung oder kein Social Media oder was auch immer, sondern man hat dann diese Informationen, so wie man zum Beispiel zum Arzt geht und dann sind da 100 Flyer von, weiß nicht, Zahnpflegeprodukte oder was auch immer, dass man einfach diese Themen oder diese Informationen bereitstellt in den verschiedensten Organisationen. Ja, danke. Danke. Es sind inzwischen 3 Fragen hereingekommen. Ich möchte die vielleicht kurz vorlesen. Von Herrn Letsch aus München: Gibt es in anderen Ländern schon mehr Modelle zur Weiterverwendung von alten Laptops mit freier Software wie Ubuntu, wie Hey Alter, komm aus Braunschweig? Die ukrainischen Geflüchteten sind besser ausgerüstet. Dann eine Frage von Frau Ellmeier. Meine Frage bezieht sich auf die Aussage, es gibt genug Daten, es gilt, diese zu nutzen und daraus Wissen zu generieren und zur Aktion zu kommen. Gerade in den letzten Tagen habe ich bei diversen Veranstaltungen gehört, dass es eben einen Mangel an Daten gebe. Ich denke, die Realität ist irgendwo dazwischen. Die wichtige Frage aber ist, wie kann man aus vorhandenen Daten Wissen generieren? Wer bekommt die Daten? Wie wird sichergestellt, dass sich die Kooperation nicht in ständig neuem Datensammeln erschöpft? Also eine grundlegende Frage, wie ist das jetzt nun mit den Daten? Und dann noch eine Frage von Gabi Slesak. Mich würde die Schnittstelle zum formalen Bildungssystem interessieren. Gibt es und wenn ja, welche Erfahrungen in der Arbeit der 3 Diskutantinnen gibt es Bildungsangebote auch im Schulkontext zum Thema emanzipatorische digitale Bildung anzubieten? Bitte schön. Wer hat Erfahrungen mit der Weiterverwendung von alten Laptops von unseren 3 Gästen? Ich könnte mir vorstellen, dass Raphael, du hier was beitragen kannst. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, eben ich bin jetzt mit dem Angebot von der Hey Alter nicht so genau vertraut. Ich meine, auch bei uns gibt es so Initiativen, aber die heißen dann Revendo oder was noch. Es gibt nochmals was anderes. Ich verstehe das jetzt gerade nicht mit den ukrainischen Geflüchteten, also dass die ihr Laptop selber mitbringen, oder das verstehe ich jetzt gerade nicht in dem Zusammenhang. Ja, Herr Letsch, vielleicht könnten Sie uns hier, war mir jetzt auch nicht ganz klar, wie das gemeint ist. Vielleicht könnten Sie uns das erläutern. Ich sehe, Sie sind schon auf der Bühne, Herr Letsch. Vielleicht möchten Sie noch Ihr Mikrofon einschalten. Ja. Die ukrainischen Schüler, die nach Deutschland kommen, sind ziemlich gut ausgestattet und erhalten Unterricht aus Odessa im Moment. Und die deutschen Lehrer, die sowas miterleben, kriegen einen Schrecken, wie gut die inzwischen drin, also schon länger in der Ukraine mit neuen Medien arbeiten, als die deutschen Schulen bisher eigene überhaupt Portale haben oder sowas. Also da gibt es gerade ein großes Staunen. Aber ich möchte noch gerne ergänzen zu der vorigen Frage, wo es um Frauen zum Computer zu bringen. Ich arbeite mit Wohnungs- und Obdachlosen und da sind inzwischen, also gerade durch die letzte Zeit mit Corona, fast alle mit Smartphone ausgestattet. Und damit haben sie eine E-Mail-Adresse und so gehen wir langsam mit denen weiter. Bei Eltern würde ich annehmen, also gerade bei Frauen auch, wenn die Kinder Smartphone haben wollen, dass man für die Mütter anbietet, wie mache ich das sicher? Wie kann ich mein Kind dahin begleiten, dass es auch sicher ist? Also und ab welchem Alter und sowas? Und wenn man in Schulen oder in Nachbarschaftszentren solche Workshops anbieten würde, sind, glaube ich, Frauen sicher gerne bereit, sich mehr an die Technik zu trauen. Ja. Ja, herzlichen Dank, Herr Letsch. Das kann ich bestätigen. Ich streite selber mit meinen Kindern um die Benutzung des Smartphones. Und wenn mir jemand einmal in leicht verständlichen Worten erklären würde, wie ich hier am besten das sicher mache, dann wäre ich da auch dabei. Ja, herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, eine Idee, die sehr viele nachvollziehen
können. Ja, vielleicht möchten wir zur nächsten Frage übergehen von Frau Ellmeier, was die Daten betrifft. Zunächst einmal die Frage, gibt es zu viele, gibt es zu wenige Daten? Und dann aber auch, wie muss man denn mit Daten umgehen, damit da tatsächlich dann auch Wissen herauskommt und eben nicht nur, wie Raphael das vorher erläutert hat, die Information. Wir wollen ja so quasi Erkenntnis, wir wollen Wissen und nicht nur Information. Und wir wollen auch so quasi das als Grundlage für Handlungen verwenden und nicht immer nur gemeinsam in Kooperation ständig neue Daten sammeln. Möchte hierzu jemand Stellung nehmen? Rocío, bitte. Also ich glaube, das ist eine pädagogische Frage. Wenn wir über die Digitalisierung der Bildung sprechen, viele haben die Vorstellung, dass jetzt wir keine Lehrer oder Lehrerin brauchen, dass die Hauptarbeit von den Schülern und Schülerinnen ist, einfach mit Lernsoftware zu arbeiten. Aber ich glaube, genau diese Frage, wie können wir Daten, von Daten Wissen produzieren, ich glaube, das ist eine pädagogische Arbeit, genau. Boah, ich weiß es nicht, wer ist im Hintergrund, aber schaffen die das richtige Bild in diesem Moment. Genau, ich finde, die Daten sind die Basis, aber Wissen zu produzieren braucht ein Prozess, und das ist ein pädagogischer Prozess, in dem eine Auseinandersetzung mit der vorherigen Information und neuen Fragen und neue kritische Ansichten brauchen, indem wir tatsächlich eine andere Ebene von dieser Verarbeitung von Informationen schaffen. Und dann sprechen wir über Wissen. Und dafür braucht man die Unterstützung von jemandem, der weiß etwas. Normalerweise ist ein Lehrer oder eine Lehrerin, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine pädagogische Frage. Ich weiß es nicht, ich habe den Eindruck, dass es gibt so viele Informationen, wir sind eher überfordert von so vielen Daten. Aber dass wir das im Wissen verwenden können, das dauert ein bisschen, und dann braucht andere Geschwindigkeit auch. Die Produktion von Wissen hat andere Geschwindigkeit, an einfach Daten oder Informationen zu verarbeiten, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen dieser Digitalisierung für Bildungsprozesse. Wenn man die Technologien mit dieser Ansicht hat, einfach zu Dozenten ersetzen. Ich glaube, das war eine Frage von Gerhard am Anfang. Das ist ein humanisierendes Prozess. Oder tatsächlich, wir fragen, was können wir die ältere Generationen, Eltern oder Lehrer oder Dozenten, zu den neuen Generationen beibringen. Wir haben eine Erfahrung, wir haben ein bisschen Wissen mehr über bestimmte Themen. Und wie schaffen wir das? Tatsächlich diesen Prozess, diese Wissenproduktion bei den Schülerinnen und Schülern erreicht wird. Danke, ja. Möchte noch jemand zu dieser Fragestellung nehmen? Ja, ich könnte bitte, Raphael. Etwas ergänzen, und das ist mir auch vorher schon durch den Kopf gegangen. Und zwar sind für mich eben Computer eigentlich nichts anderes als eben große Werkzeuge, die an sich eigentlich fast immer als Verstärker funktionieren. Und dann ist eigentlich auch immer die Frage, ja, was ist denn die Intention dahinter? Also hinter diesem Gerät, also hinter diesem Produkt, also Software oder Hardware. Aber dann eben auch in der Verwendung des Produkts, da geht es ja auch wieder um Intention. Also wenn die Indigenen halt eben die Tools nutzen, um etwas zu erreichen, dann ist es für mich sehr charmant und ein super Beispiel eben für so eine Intention. Und wenn wir eben dann Tools anschauen wie Facebook als Social Network, nun ja, es ist eben wahrscheinlich kein soziales Netzwerk, sondern es ist einfach eine Werbemaschine, und das ist eigentlich die Intention. Und es geht gar nicht darum, jetzt wirklich einen Austausch zu befördern. So. Und insofern muss man dann auch mal Klartext reden, was dahinter steckt und wie die Dinge funktionieren. Und da sind wir auch bei der Algorithmizität, oder? Also wer schreibt diese Algorithmen? Also Bildung ist politisch, die Algorithmen, die da geschrieben werden, die sind politisch und so weiter. Also da gibt es ganz viele Fragen, an denen man ansetzen kann, um da etwas wirklich bewegen zu können. Danke.
Ja, wenn es hier keine Wünsche mehr gibt, auf das einzugehen, dann würde ich zur dritten Frage übergehen von Gabi Slesak, und zwar die Frage nach dem Schulkontext, ob es Erfahrungen gibt von euch dreien mit dem Thema emanzipatorische digitale Bildung in Schulen. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht? Raphael, bitte, ja? Ja, ich habe versucht, aus meinen Erfahrungen die Nähe zu suchen zu Bildungsinstitutionen, und ich bin kläglich gescheitert, so viel kann ich sagen. ja, geht nicht, das ist eine eigene Welt. So. Hat nicht funktioniert, mehrere Male, sagen wir mal so, genau. Und woran bist du genau gescheitert? Nun ja, ich glaube, das sind auch wieder ganz eigene Interessen dahinter oder auch eine, wie soll ich sagen, vielleicht eigene Auffassung oder Raster, die man da erfüllen muss, und entweder man passt da rein oder eben nicht. Auch ein eigener Lingo, der sich mir dann verschlossen hat oder eben dafür gesorgt hat, dass ich da gar nicht irgendwie mitreden konnte oder eben nicht die richtigen Knöpfe drücken konnte in der Aufmerksamkeitsökonomie, keine Ahnung. Also es wäre dann auch nicht offensichtlich gesagt, hey, deshalb und deshalb geht nicht, sondern so Anfragen, die verschleifen sich dann einfach und irgendwann kommt dann einfach nichts raus. So. Danke. Tunja, möchtest du was sagen? Bitte. Also mir sind nicht besonders viele Bildungsangebote bekannt. Ich kann jetzt nur von meiner Arbeit sprechen und meinen Workshops. Also ich habe auch in meinem Themenbereich, also im Bezug auf Rassismus und Diskriminierung, Workshops, wo ich zum Beispiel auf digitale Zivilcourage eingehe und da auch an Schulen Workshops halte mit Schüler und SchülerInnen, um ihnen so ein bisschen zu zeigen oder vor Augen zu führen, wie man Social Media nutzen kann und wie man sie gut nutzen kann und wenn etwas wie Rassismus oder Diskriminierung oder Hass im Netz passiert, wie man darauf reagiert, wie man Zivilcourage leisten kann und wie man sich selbst schützen kann und eigene Daten schützen kann, weil gerade auf Social Media, wenn man sich da viel aufhält und eigene Daten nicht privat, also wenn man keine privaten Profile hat, dann sind ja sehr viele Informationen zugänglich, und da einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, wie Schüler und SchülerInnen mit Social Media umgehen und ihren Daten auf Social Media, also in die Richtung. Aber sonst sind mir jetzt keine Angebote bekannt. Danke. Danke. Rocío, hast du noch Erfahrungen, die du mit uns teilen möchtest? Bitte. Leider muss ich wie Raphael sagen, im formellen Bildungskontext eigentlich habe ich keine Erfahrung. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie in Europa ist, aber seit 10 Jahren ungefähr, 15 Jahren, haben wir diese unternehmerische Narrative an der Universität und allgemein in der Bildung. Das ist ganz, ganz stark. Und ich sehe, dass diese emanzipatorische Ziele oder diese emanzipatorische Narrative, dass wir in Lateinamerika in den 80er Jahren haben mit Paulo Freire, was ich an der Uni als Studentin erlebt habe. Wenn ich die Uni heute betrachte, ist ganz traurig. Deswegen musste ich mein Forschungsgebiet irgendwo anders bringen, weil ich bräuchte einfach Inspiration und Hoffnung von den Menschen, von den einfachen Menschen, die versuchen, irgendwo etwas anders machen mit den Technologien. Also ich sehe, dass diese Privatisierung und der unternehmerische Subjekt an der Universität und an den Schulen ist sehr stark. Und alles, was kommt mit Emanzipation oder diese Diskursen, dann sofort wird ein bisschen so komisch angeschaut. Ne? Das ist sehr so linke Pädagogik. Wir sind jetzt in anderen Momenten in der Pädagogik. Und das sagen wir in einem Land mit so vielen Problemen, mit einem Zivilkrieg vor 50 Jahren. So, aber es ist so, an der Universität, an der pädagogischen Hochschule, diese Diskussionen sind sehr entspannend,
weil tatsächlich ist es so, dass wir an der Universität, wir sind unter diesem Druck, dass du produzieren musst, damit du Anerkennung bekommst und du bist in den verschiedenen Rankings der besten Universität, dann muss man in Englisch publizieren, nicht in NASA, nicht in der Sprache von unseren Indigenen. Du musst es publizieren in Englisch oder in Deutsch, obwohl Englisch ist noch besser, sogar in Deutschland, wenn man in Englisch publiziert hat. Und diesen Druck haben wir an den Universitäten und wir sind so beschäftigt mit diesen alle Kriterien und diesen Anstrebungen, dass die Universitäten haben, dass wir vergessen vielmals, was wir für unsere Studenten machen können, was wir von unserem Land mit unserer Arbeit an der Uni verändern können. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich mache eher partizipatorische Forschung, Projekte mit sozialen Aktivisten, mit Frauen, mit jungen Studierenden oder mit Indigenen, damit ich mit dieser Hoffnung meine Seele erfüllen kann. Und tatsächlich sehe ich dort viele, viele Hoffnungen. Das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube, man kann in der formellen Bildung diese Erfahrungen mitbringen. Jedes Mal, wenn ich meine Studierenden an der Pädagogischen Hochschule in Bogotá über die NASA-SIN erzähle, dass sie können NASA-SIN Spanisch und Englisch schreiben und sprechen. Das ist ein Wunder, während unserem Bildungssystem fast niemand kann es an eine indigene Sprache sprechen, niemand, aber Englisch gar nicht, nur Spanisch. Aber diese Indigenen sagen uns, boah, sind die Bürger der Welt. Ne? Ich finde, müssen wir lernen von denen. Ja, herzlichen Dank. Das erinnert mich, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, an unsere anfängliche Umfrage, wo so quasi ganz wenige von euch und Ihnen Zuhörerinnen für die Option gestimmt hatten, dass Digitalisierung Bildung noch stärker der Verwertungslogik unterordnet. Wenn ich Rocío mit ihren Ausführungen zuhöre, denke ich mir, das ist doch ein reales Risiko, offensichtlich gerade in Ländern mit fragmentierteren Bildungssystemen, dass eben die Digitalisierung hier ganz stark auch eine Verwertungslogik in der Bildung befördert. Ja, aber eben auch so quasi, es gibt auch die Möglichkeit, hier immer wieder Erfahrungen hineinzutragen aus viel lebendigeren, viel flexibleren Kontexten. Ja, ich hoffe, Gabi, meine liebe Kollegin Gabi, dass hier die Frage beantwortet ist, auch wenn sie nicht wahnsinnig optimistisch beantwortet wurde. Ich habe hier noch eine Frage an Rocío. Ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit. Wenn es noch Fragen gibt, würde ich darum bitten, sie jetzt noch zu stellen, sie jetzt noch in die Frage- und Antwortfunktion hineinzuschreiben. Denn dann würden wir auch langsam zum Schluss kommen und auch noch unsere Abschlussaktivität mit Ihnen machen wollen. Ja, ich lese noch diese eine Frage vor, die hier noch gekommen ist an Rocío von Matthias. Danke, Matthias. Die Kenntnisse von Indigenen könnten Ihnen im Austausch Ihrer Erfahrungen und Traditionen Hilfe bei nicht nur medizinischen, sondern auch anderen sozialen Entwicklungen im Alltag. Wie können Sie gemeinsam gegen die Ausbeutung auch Ihrer digitalen Kommunikation gewaltfreien Widerstand organisieren, ohne dass Sie digital abgehört werden? Also auch die Frage ein bisschen, wie so quasi Datensicherheit gegeben werden kann. So habe ich es verstanden zumindest. Rocío, möchtest du das noch beantworten? Zuerst danke, Matthias. Ich glaube, ich kenne diesen Matthias für die Frage. Es ist schwierig eigentlich. Vielleicht, ihr wisst, in Kolumbien werden jährlich über 100 soziale Aktivisten ermordet, unter denen auch indigene Aktivisten. Das ist eine wichtige Frage. Wie schaffen wir, dass sie sich organisieren? Sie machen auch gewaltfreie Proteste. Die Minga-Bewegung eigentlich geht eine Widerstandsbewegung von verschiedenen indigenen Gemeinschaften und sie versuchen gewaltfrei so für ihre Rechte zu kämpfen. Aber
Bis jetzt ist das Problem ist nicht nur, dass sie abgehört werden, in der Nutzung von verschiedenen Medien, ja, genau diese Matthias kenne ich, sondern sie werden verfolgt von Paramilitärs und auch Militärs im Land. Und ein anderes Problem, ich habe am Anfang vielleicht ein bisschen darüber gesprochen, hat zu tun mit den Mineralien für die Digitalisierung. Und es gibt große Konzerne, Unternehmen aus Europa und Nordamerika und aus China, die in verschiedenen Ländern Lateinamerika sind und sie machen so quasi halblegale Business mit Paramilitärs oder reichen Besitzer des Länders und werden diese Indigenen zum Beispiel ausgebeutet oder ausgegrenzt oder ermordet, wenn sie das Land nicht verlassen möchten, wo diese Mineralien sind. Das ist ein großes Problem. Es gibt so verschiedene NGOs, dass sie jetzt in Kolumbien mit anderen NGOs in Europa arbeiten. Für, das Projekt heißt Gewaltfreie Technologien. Zum Beispiel es gibt Alboan, NGO im Baskenland. Und sie arbeiten zusammen mit anderen NGOs in Kolumbien. Und sie versuchen, diese Menschenrechte zu schützen vor Indigenen und anderen Bauern und Afrokolumbianer. Und diese Zusammenarbeit von Europa und Lateinamerika, glaube ich, ist ein Weg, aber ist ganz schwierig im Moment, das zu erreichen, ja. Ja, herzlichen Dank noch für die Beantwortung dieser Frage, Rocío. Es ist nun wirklich Zeit für unsere Abschlussaktivität. Hier wollen wir noch einmal die Stimmen, die Eindrücke von allen von Ihnen, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hereinholen. Wir bitten Sie, eben uns nochmal Feedback zu geben und möchten Sie daher bitten, sich zu überlegen, welchen Gedanken, welche Idee, welchen einen Satz oder einen Gedanken Sie aus der heutigen Veranstaltung mitnehmen. Wir würden Sie bitten, Gerald hat hier in den Chat einen Link gestellt zu einer Slido-Applikation, diesen anzuklicken und hier Ihren Gedanken, den Sie mitnehmen, Ihre Idee, die Sie mitnehmen, hinein zu posten. Ja, und wir werden dann auch noch gemeinsam eben drauf schauen, wie sich das hier verändert. Ja, gibt es etwas, was Ihnen besonders gut gefallen hat? Hat Ihnen etwas gefehlt? Haben Sie was gelernt? Was nehmen Sie heute mit aus dieser Veranstaltung? Ja. Während Sie schreiben, nütze ich vielleicht die Gelegenheit, um mich schon mal ganz herzlich zu bedanken bei unseren drei Gästen am Podium, bei Rocío Rueda Ortiz, bei Dunja Khalil und Rafael Perret für diese wirklich sehr unterschiedlichen Zugänge zum Thema, aber alle drei sehr bereichernd, sehr wichtig und auch auf die Vielfalt des Themas hinweisend. Dann muss ich mich natürlich bedanken bei unseren Kooperationspartnern, insbesondere bei Gerald Faschingeder und David Untersmeier für die Unterstützung. Ganz toll eben auch, wie Rocío auch gesagt hat, immer gleich das passende Bild zu finden für die Argumente, die gebracht worden sind, damit so quasi uns auch allen das Verarbeiten, das Merken erleichtert wird, ja. Ja, Gerald, ist schon was gekommen? Kannst du vielleicht das Slido-Tool teilen mit uns? Ja, hier sind schon einige Rückmeldungen. Herzlichen Dank. Eine sehr gut strukturierte Podiumsdiskussion. Vielen lieben Dank. Ja, danke für diese positive Rückmeldung. Mehr Fragen als Antworten und die Skepsis bleibt. Ja, mir geht es auch ein bisschen so, das hängt auch ganz stark zusammen mit den unterschiedlichen Zugängen, die aber doch, finde ich, sehr bereichert sind. Und spannend zu hören, wie Digitalisierung gegen hegemonial verwendet werden kann. Ja, das möchte ich auch unterstreichen. Also die Beispiele aus der Praxis, wie eben Digitalisierung eingesetzt wird von
Personen, die tatsächlich zu den Nichtprivilegierten gehören, sowohl in Indien als auch in Kolumbien und natürlich auch in Österreich, die Diskriminierung erfahren und hier eben auch Prozesse der Selbstermächtigung durchaus auch in Gang gesetzt werden. Das habe ich auch sehr, sehr beeindruckend gefunden. Dass die emanzipatorische Bildung mit Kontext der Digitalisierung ein komplexes und multidimensionales Unterfangen ist, sondern in diesem Bereich noch viel zu tun ist, das möchte ich gleich aufnehmen, diese Rückmeldung, herzlichen Dank. Ich möchte nämlich auch so quasi noch als Schlusswort hier anfügen, dass ich hoffe, dass diese Veranstaltung erst der Beginn und nicht das Ende einer wirklich multidimensionalen, sehr komplexen, sehr vielschichtigen Diskussion ist und dass wir hoffentlich noch weiterdenken und eben auch an diesen Ansätzen, die wir heute gehört haben, von denen wir erfahren haben, wie Digitalisierung tatsächlich emanzipatorisch verwendet werden kann, dass wir die auch noch weiterentwickeln und lernen von diesen Ansätzen. Das möchte ich auch nochmal hier aufgreifen. Dass wir die eigenen Medien brauchen, die wie Mastodon oder Diaspora aber leichter gängig sind, um wirklich eigene Kommunikation zu entwickeln. Ja, eben. Die digitalen Medien auch uns anzueignen, um so quasi unsere eigenen Prozesse der Vernetzung und der kollektiven Emanzipation, wenn man so möchte, damit auch ein Stück weiterzubringen. Die Bedeutung, die Wichtigkeit sozialer Bewegungen im Zeitalter der Digitalisierung, das habe ich auch mitgenommen. Herzlichen Dank, Rocío, für diese Erkenntnis. Aussage Raphael, das Nutzen der App ist besser als Google. Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Das ist wirklich ein schönes Kompliment, das du da bekommen hast, Raphael. Und das bedeutet so quasi, dass hier wirklich auch ein Ermächtigungsprozess stattgefunden hat. Ja, ich nehme an, Gerald, dass wir so quasi diese Feedbacks auch dann noch zur Verfügung stellen können bei der Dokumentation der Veranstaltung. Damit so quasi auch die Gedanken, die hier Sie noch aufgeschrieben haben, uns nicht verloren gehen. Ich möchte noch einmal so quasi meine Dankesworte aufgreifen und herzlichen Dank an unsere drei Sprecherinnen und Sprecher am Podium. Herzlichen Dank an die technische Unterstützung im Hintergrund durch Gerald und David. Und nun zum Schluss auch noch herzlichen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren der C3. Organisationen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, die hier ganz im Hintergrund sind. Und zu guter Letzt natürlich ganz herzlichen Dank an Sie, an euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für die rege Beteiligung, auch für die Geduld, für die Aufmerksamkeit und auch für das tolle Feedback, das jetzt noch gekommen ist. Wie gesagt, es wird ein Video geben und dann auch noch, aber das wahrscheinlich erst in einiger Zeit, eine Radiosendung. Und ich hoffe sehr, dass wir so quasi hier am Ball bleiben und diese wichtige Diskussion weiterführen. Herzlichen Dank und schönen Abend. Tschüss. Hey, vielen Dank zurück. Tschüss. Macht's danke. Gut. Tschüss. Ciao. Alla prossima. Alla prossima.